Aber Vorsicht, das ist auch nur eine Richtlinie, da gibt es auch Ausnahmen wieder. Auf jeden Fall also ist es optimal, wenn der Darm jeden Tag eine Zeit von ungefähr 5 bis 6 Stunden hat, wo er nicht arbeiten muss. Also ich sage wirklich am Tag, nicht in der Nacht, weil in der Nacht arbeitet er nämlich sowieso nicht, kann sich dann aber auch nicht reinigen, aber am Tag, wenn er 5 bis 6 Stunden einmal am Tag nichts zu tun hat, dann fängt er an, sich zu reinigen. Und das ist sehr mächtig eigentlich, dieser Effekt. Und wenn man den täglich drin hat, ist es eigentlich optimal, aber muss am Anfang auch nicht, erstmal nicht sein. Und was man halt darf morgens ist, trinken. Man darf auch Säfte trinken, Obstsäfte. Ich würde da halt rohe Säfte empfehlen und eine Saftpresse sich vielleicht anzuschaffen. Und die Saftpresse, die ich am optimalsten finde, die verlinke ich auch mal. Man braucht aber auch nicht unbedingt eine Saftpresse, ich habe selber keine. Und habe damit auch ein 4-wöchiges Saftfasten gemacht. Könnt ihr mir ja auch gerne Fragen zu stellen. Und man kann zur Not auch Smoothies trinken morgens schon. Das ist noch ein bisschen so optimaler, aber es würde halt gehen und ist für den Anfang überhaupt kein Problem und ist schon 100.000 Mal besser, als was viele Menschen so machen. Also es ist 100.000 Mal besser wirklich, als morgen Müsli zu essen. Auch wenn das Müsli jetzt irgendwie komplett roh wäre oder so. Also das ist auf jeden Fall eine von mir empfohlene Richtlinie, dass man versucht, morgens 5 Stunden zumindest nicht zu essen, auch zu trinken. Und da empfehle ich dann schon so ein bisschen Bewegung zu machen, irgendwie spazieren zu gehen mit dem Hund, wenn man Bock hat, oder Sport zu machen. Oder an irgendwas zu arbeiten, direkt schon, was man am Tag halt machen will, was man halt nicht aufschieben will. Oder dass man einfach einen Kaffee trinkt oder einen grünen Tee, das ist erlaubt. Bei der schleimfreien Heilkost. Ich werde auch noch mal alles in der Infobox verlinken und ein bisschen geordneter noch darstellen als Übersicht. Weil Kaffee ist schleimfrei und grüner Tee auch. Es vergiftet einen natürlich, aber das ist vergleichsweise auch nicht so schlimm. Und wenn es einem dabei hilft, insgesamt, dafür dann irgendwie eine richtig schleimstarke Mahlzeit zu überspringen. Dann, ja, traue ich mich jetzt zu sagen, das zu empfehlen, auch wenn einige da vielleicht dann andere Meinungen sind. Also ich persönlich, das ist aber auch wie bei jedem anders, ich persönlich kann Koffein überhaupt nicht vertragen. Ich neige so schon dazu, meine Grenzen jeden Tag zu auszureizen und da überschreite ich die dann wirklich. Da kann ich dann nicht mehr, auch habe ich nicht mehr diese starke Verbindung zu meinem Körper und ich neige dazu wirklich dann zu übertreiben, wo ich halt sowieso schon stark zu neige und das ist bei mir jetzt zumindest nicht gut, sag ich mal so. Und dann würde ich halt diese gekochten oder gedämpften Sachen dann halt als zweite Mahlzeit nach abends verlagern und ich würde halt wirklich darauf gucken, okay, dieses Wort wirklich könnt ihr jetzt weglassen, also ich würde darauf gucken, dass ich im Optimalfall 2 Mahlzeiten am Tag habe, aber ihr könnt auch 3 essen, also es ist jetzt nicht komplett Jacke wie Hose, aber wie ich schon 1000 Mal gesagt und angedeutet habe, ist es alles ein Prozess und es soll nichts mit Dogma zu tun haben und es ist auch kein Weltuntergang, wenn man 3-mal isst oder 4-mal am Tag isst. Aber man sollte wirklich eher dazu neigen, mehr zu essen, anstatt öfters zu essen, wenn ihr damit besser klarkommt. Auch wenn der Trend jetzt nach dieser Ernährungsform hingeht, insgesamt weniger zu essen, ist es sinnvoll, seinen Hunger zu stillen, sage ich mal so, um dann nicht irgendwie zurückzufallen in ganz viel Junkfood und so weiter. Und es soll halt auch wirklich nicht anstrengend sein. Aber wenn der Hunger wirklich zu stark ist, so stark ist, dass man den ganzen Tag nur essen könnte, wenn es noch Hunger hat, dann würde ich persönlich einen Saftfasten empfehlen. Und dazu erzähle ich gleich ganz kurz auch noch was. Habe ich denn noch was hier? Wildkräuter sind ganz interessant. Also grüne Smoothies und allgemein Grünzeug ist eigentlich sehr zu empfehlen, weil das die Rückvergiftung gleichzeitig sehr stark mildert und gleichzeitig unterstützt. Also gleichzeitig entgiftet man sogar noch schneller durch das Chlorophyll und das Chlorophyll, das transportiert die Giftstoffe besser ab und die Mineralstoffe, die binden die Säuren, die durch die Gifte entstehen und die Mineralstoffe sind halt basisch und dann wird es neutralisiert insgesamt.
Davon sollte man sogar gucken, dass man ungefähr 50% mindestens bei der Ernährung aus Gemüse besteht, aber ich habe es selber auch nicht gemacht. Das ist wieder nur eine optimale Richtlinie. Wenn man regelmäßig Gemüse drin hat und solange man sich halt gut mit der Sache fühlt, ist eigentlich alles in Ordnung. Noch eine weitere Empfehlung sind halt Wildkräuter, besonders Brennnessel, ist schön einfach, ist fürs Entgiften wirklich super, genau wie Chlorella. Hat einen sehr hohen Chlorophyllanteil, wie man am Namen vielleicht erkennt. Ja, so zur Unterstützung sozusagen, ist eigentlich ziemlich mächtig, besonders Gemüse. So, was habe ich noch? Ah, ein Zitat von Ehre zwischendurch mal. Die Geschwindigkeit der Ausscheidung hängt von den Mengen und Eigenschaften der Nahrung ab und kann deshalb dem Zustand des Patienten entsprechend kontrolliert und reguliert werden. Es geht halt, wie gesagt, um das Wissen und das Wissen richtig anzuwenden. Die schlechteste und bei weitem die ungesündeste Gewohnheit ist das schwere Frühstück. Wenn Sie den Wunsch haben, gute Ergebnisse zu erreichen, sollten Sie am frühen Morgen überhaupt keine feste Nahrung essen. Es ist erlaubt, etwas zu trinken, am besten frisch gepresste Obstsäfte, aber sonst nichts. Sollte das zu schwierig sein, können Sie später wieder trinken, damit Ihr Mittagessen dann auf leerem Magen eingenommen wird. Das ist so wichtig, dass eine Anzahl leichterer Krankheiten schon durch den sogenannten keinen Frühstücksplan geheilt werden können. Am besten isst man nicht mehr als zwei Mahlzeiten am Tag, obwohl die Menge, die Sie essen, der von drei oder sogar vier Mahlzeiten entspricht. Aber wie ich halt gesagt hatte, lieber mehr essen, anstatt öfters zu essen. Später, wenn der Magen reiner ist, kann frisches Obst, wenn es reif ist, zum Frühstück gegessen werden. Also wenn man halt schon ziemlich gereinigt ist, dann kann man später auch wieder halt Gemüse morgens, Obst morgen essen. Morgens. Und zur Not, wenn es halt einem zu schwierig ist, auch nur einen Saft zu trinken, kann man halt auch einen Smoothie zu sich nehmen morgens. So, welches Gemüse eignet sich zum Dünsten, kann ich mal kurz sagen. Also eigentlich fast jedes Gemüse. Eine kleine Auflistung wäre Spinat, Brokkoli, wenn man es verträgt. Kohlgemüse ist nicht unbedingt das Beste. Also ja, muss man halt gucken, wirklich, wie man es verträgt. Wenn man es verträgt, dann ist das wirklich eine sehr gute Lösung. Blumenkohl, aber auch Erbsen, Bohnen, Mais, obwohl das stärkerhaltiges Gemüse ist. Das sollte man sich halt vielleicht bewusst machen, dass man eher das nicht stärkerhaltige Gemüse priorisiert zumindest. Zwiebeln oder halt so ein Mix aus, so ein Gemüse-Mix auch. Gibt's auch in jedem Supermarkt, obwohl ich halt Bio in erster Linie empfehle. Kürbis, Pastinake, rote Beete, Möhre, sowas zum Beispiel. Also ich empfehle stark frisch und bio. Aber wenn ihr mit konventionell klarkommt und ja, dann ginge das auch erstmal. Das ist immer noch besser als das täglich Brot, Chips oder Junk allgemein zum Beispiel. Apropos Brot. Brot ist nämlich auch erlaubt. Und zwar ist es getoastet erlaubt. Und es gibt auch ein Rezept für schleimfreies Brot. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, das auch zu verlinken. Oh, wir sind schon 35 Minuten. Kann ich irgendwie zwei Teile draus machen? Ich weiß nicht. Also Brot sollte man gut durchtoasten auch. Man kann es, wenn man will, auch ausprobieren, mal zu backen oder ist ja eigentlich schon gebacken. Oder halt zu braten, ein bisschen Öl oder so. Aber toasten ist so das Beste. Und dann kann man sich da auch einen Aufstrich machen. Und dann habe ich auch schon ein Video zu abgedreht, wo ich das praktisch zeige, was ich da gemacht habe. Also zwei, drei Scheiben Brot, vielleicht auch vier Scheiben, als eine Mahlzeit mit selbstgemachtem irgendwas, Gemüseaufstrich, Gemüse, Ölsaatenaufstrich oder Öl auch dabei, Avocado. Ist auch eine Möglichkeit, wenn man es denn will. Man sollte natürlich auch nicht zu bequem werden, es zu bequem gestalten, aber es sollen halt Möglichkeiten geschaffen werden. Man kann auch gekaufte Pommes nehmen, mal. Ist auch nicht das größte Problem. Wenn es nicht zur Gewohnheit wird, Krautsalat, man kann sich Salate sehr gut machen. Ein Rezept für Krautsalat verlinke ich euch auch. Ist einfach nur Weißkohl, statt Essig nimmt man Zitrone und statt Zucker nimmt man eingeweichte Rosinen oder Datteln und noch einen halben Apfel dazu. Und das schmeckt eigentlich ziemlich gut und man hat sein Gemüse drin.
Auch sehr gut sind angebratene oder blanchierte Sprossen. Ich nehme da gerne Mungbohnen einfach. Nussmusse sind ziemlich super auch. Hatte ja erwähnt, dass Nüsse und Samen auch zur schleimarmen Ernährung gehören. Man kann Nussmus auch sehr gut selber machen. Davon könnt ihr euch einfach Nussmus machen. Ich glaube, Melli Glückskeks hat da auch ein Video drüber gemacht. Roh ist natürlich bevorzugt, aber man kann es halt auch wirklich gekocht erstmal machen bei den Nussmusen. Und das kann man halt wirklich. Man kann auch gekauftes nehmen zur Not, wenn man einfach gar keinen Bock hat und einfach mal gucken will und experimentieren will. Habe ich auch öfters gemacht in der Vergangenheit. Man kann es zum Beispiel halt zu einem gedünsteten Gemüse geben, aber was auch richtig geil kommt, man kann zu einem gedünsteten Gemüse aber auch Avocado dazu tun oder halt ein bisschen Öl und ein bisschen Sojasauce, damit es besser schmeckt. Aber was auch richtig geil ist, wenn man halt seine Kartoffeln backt im Ofen, dass man einfach Nussmus drüber gibt, das überbackt dann so wie Käse. Das ist ziemlich geil. Und das ist halt wirklich auch schleimarm. Und wenn man dazu dann noch gedünstetes Gemüse isst und dann vielleicht eine Scheibe Brot oder zwei, dann hat man eigentlich schon eine ziemlich gute Mahlzeit, finde ich, die nicht nur vegan ist, die auch halt ja schleimarm ist. Obwohl Ehret auch sagt, dass Fett unnatürlich ist für Menschen zu essen. Und man sollte sich halt auch wirklich überlegen und dann halt, wenn man halt fett ist, sich zumindest bewusst sein, dass man, ja, wie es auf einen wirkt, ob das gerade geeignet ist oder nicht. Also nur schleimfrei ist jetzt nicht das einzige Kriterium, sage ich mal, für eine optimale Ernährung. Ihr könnt auch nur das sozusagen, die Informationen, die ich jetzt gebe, angucken, ausprobieren und das halt herausziehen, was für euch sinnvoll ist, sinnvoll erscheint und durch Experimente sich als sinnvoll ergibt. Ich kann nur die Informationen liefern und will die nicht zu groß bewerten jetzt. Also die Reihenfolge von den Prioritäten ist eigentlich neben den gedünsteten Gemüse und Obst, danach kommt, was am besten ist, gebackenes Knollengemüse, auch Süßkartoffeln zum Beispiel, dann der gebackene Reis und dann erst Brot, weil halt auch Gluten und sowas. Aber ist jetzt halt auch nicht wirklich schlimm, wenn man Brot isst, ein paar Scheiben. Wenn es halt mit die, wenn das immer mit diesen gewissen Techniken, die ich erzählt habe, zubereitet wird. Erzählt. Auch erzählt. Man kann sich aus dem Nussmus auch übrigens einfach Nutella machen. Mit Dattelpaste und Karottpulver empfehle ich dazu. Wenn man keinen Bock hat, nimmt man einfach Kakaopulver. Aber wenn man halt jetzt rohes Nussmus hat, Dattelpaste aus rohen Datteln und Karotten, da hat man sogar einen rohen Schokoaufstrich, kann sich das auf Brot machen. Man kann das auch einfach so essen und ja, wer halt Bock hat, kann sich natürlich auch Rohkostbrot machen. Und das hat man sogar komplett rohe Mahlzeit. Das ist auf jeden Fall auch möglich, gehört zur schleimfreien Ernährung. Also es gibt etliches. Ihr könnt mich auch gerne fragen bei irgendwelchen Sachen, die ihr gerne noch essen wollen würdet, auch Pizza oder sowas zum Beispiel, ob man das auch irgendwie schleimarm machen kann und ob das in eine Ernährung reinpasst und inwiefern in einer Ernährung, die dazu führt, trotzdem zu entgiften und zu heilen auf lange Sicht. Also da gibt es schon ziemlich viele Möglichkeiten. Man muss nicht auf Sachen verzichten, man muss es nur richtig machen sozusagen. Das ist nur die Sache, aber das kommt auf das richtige Wissen an eigentlich. Das ist eigentlich auch das Gute halt daran. Chips könnt ihr natürlich auch selber machen. Aus Kartoffeln, aber Pommes könnt ihr natürlich sowieso machen. Reibekuchen. Ja, das habe ich auch erzählt. Man kann da auch sehr kreativ sein und halt auch Rückfragen halt mit mir oder anderen Leuten. Aber wüsste ich jetzt, also mit mir könnt ihr auf jeden Fall erstmal Rücksprache halten, wenn ihr wollt.
bei gewissen Fragen, ob etwas schleimarm ist oder nicht, wenn ihr halt kreativ mit irgendwas jetzt sein wollt und ja, kreative Rezepte erfinden wollt, ob das halt durchgeht oder nicht, sag ich mal so, wenn ihr euch nicht sicher seid diesbezüglich. Habe ich hier geschrieben. Und sobald ihr merkt, ihr seid nun fortgeschritten, könnt ihr weitere Schritte vornehmen. Zum Beispiel immer mehr Rohkost integrieren, immer weniger gekocht oder irgendwelche Zusätze wie Salz, Öl weglassen. Also das ist halt wirklich keine feste Ernährung, sondern halt ein Prozess einfach. Und irgendwann werdet ihr halt merken, dass ihr weitergekommen seid, dass ihr auch gereinigter seid, euch besser fühlt, weniger Hunger habt. Besonders nachdem man ein Saftfasten gemacht hat. Also Saftfasten wäre sozusagen der Kickstarter. Darüber muss ich aber ein anderes Video machen. Und irgendwann könnt ihr dann halt weiter fortschreiten, wenn ihr denn wollt. Die veganen Aufstriche von Aldi, die sogar Bio sind, kann man auch nehmen als Brotaufstrich oder für Kartoffeln oder für Reis auch. Oder als Würzmittel einfach für eine selbstgemachte Soße. Da gibt es wirklich sehr viele und auch fettarme Aufstriche. Müsst ihr halt wirklich gucken, wie ihr mit Fett allgemein klarkommt. Oder bei welchem Fettanteil ihr euch noch wohlfühlt. Insgesamt gehört dazu halt wirklich auch jetzt nicht sehr, sehr viel zu essen, weil man denkt, man bräuchte jetzt so viel Kalorien oder so. Sondern man sollte wirklich so viel essen, wie man satt ist, aber man sollte auch nicht weniger essen. Und um den Hunger in den Griff zu kriegen, sollte man dann eher, anstatt sich anzustrengen, sollte man ein Saftfasten machen. Weil, also während des Saftfastens ist ja natürlich dann schon eine Einschränkung, aber ihr braucht das sozusagen nur einmal machen für eine Woche oder für 2 Wochen. Und dann ist der Hunger stark minimiert, weil der Hunger nämlich, weil der wahre Grund für Hunger sind nämlich einerseits, die Rückvergiftung, weil die für einen zu stark erscheint und zu anstrengend erscheint, dann will man halt was Neues in sich reinstopfen, damit die abgemildert wird. Und da ist halt wirklich das Beste grüne Smoothies und Gemüse, auch gedünstetes Gemüse ist dann halt der nächst größere Faktor beim Abmildern der Entgiftung, aber halt unterstützt diese gleichzeitig. Und da muss man halt dann wirklich nur sozusagen intelligent sein und das Richtige zu sich nehmen und dann halt sich nicht mit Junk vollfressen oder irgendwas anderes, sondern halt dann wirklich Obst, Gemüsesmoothies, also grüne Smoothies meine ich, Gemüse allgemein, Salat oder gedämpftes Gemüse. Und der zweite Grund, warum Hunger entsteht, sind nämlich Darmparasiten. Also meines Wissens ist es so, dass der Mensch von Natur aus keine gekochte Nahrung überhaupt verdauen kann. Und dafür Parasiten notwendig sind. Also ich bin mir dieses Wissens nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Und diese Parasiten, also ungefähr 99% der Menschen haben Parasiten, die sie eigentlich nicht bräuchten und Parasiten, die nämlich Folgendes bewirken. Die Parasiten sind eben Parasiten und die sind im Laufe der Millionen so intelligent, haben sich so intelligent entwickelt und so perfektioniert in ihrer Parasitensache, in ihrem Parasitendasein, dass sie den Hunger bei ihrem Wirt sozusagen generieren. Die wollen essen und die bestimmen einen dann halt zu einem gewissen Anteil und generieren Hunger, weil die essen wollen. Und mit einem Saftfasten werden diese Kulturen ausgerottet, die kriegen halt nicht mehr genug. Wäre natürlich nicht zu 100% ausgerottet, das wäre beim Wasserfasten der Fall, aber das empfehle ich generell nicht. Und danach wird man zu 100% merken, wenn man das durchgehalten hat, konsequent wie diese 1, 2 Wochen, dass der Hunger deutlich minimiert ist. Der Darm ist auch allgemein gereinigter dadurch und kann dann effizienter arbeiten. Braucht dann auch nicht mehr so viel, das wäre ein weiterer Grund. Ja, also bei sowas empfehle ich dann. Das ist halt ein guter Kickstarter auch, um ziemlich schnell eine deutlich gesündere Ernährungsform anzunehmen. Also da kann wirklich fast jeder, besonders Leute, die vegan lange Zeit sind, die können Saftfasten machen und dann sofort in einer Ernährung ansteigen, die einen hohen Rohkostanteil beinhaltet und auch deutlich reduzierteres Essen allgemein beinhaltet, weil die nicht mehr so viel brauchen.
Also das, wer sich halt dazu fühlt, das auszuprobieren, der kann das gerne machen. Und auch, wie gesagt, ich kann für jede einzelne Person, die hier zuschaut und sich das anguckt, kann ich ja Informationen geben und euch auch unterstützen, wenn ihr das vorhabt, und Informationen geben, wenn ihr Fragen habt und sowas. Könnt ihr mich hier anschreiben oder auch auf Facebook. Der Link ist auf meiner YouTube-Seite. Wenn ihr auf meinen Kanalnamen einfach klickt, dann ist da so ein Symbol oben rechts irgendwo von Facebook. Das biete ich gerne an. Und jetzt bin ich langsam auch endlich beim Ende. Bewegung und Sport ist natürlich sehr wichtig und kann, wenn das leistungsmäßig betrieben wird, sogar effektiver sein als Ernährung. Wollte ich auch nochmal kurz angemerkt haben. Muss halt auch jeder wieder gucken, wie sehr er einfach Bock hat, Sport zu machen und ob er, ja, es ist, man kann auch mit dem wenigsten Anteil an Bewegung halt Fortschritte machen, das alles können muss. Ja, ich finde es nur wichtig, das mal auch zu erzählen, was halt alles für Wege gibt, weil es halt wirklich im Endeffekt nur um das, auf das Wissen ankommt, um das Wissen anzuwenden. Und nicht sich zu denken, ah, Sport ist auf jeden Fall total wichtig, muss ich mich jetzt dazu zwingen, oder Rohkost ist wichtig, muss ich mich dazu zwingen. Nö, ist gar nicht so. Ja. Boah, wie viel habe ich denn hier noch geschrieben? Was ich auf jeden Fall noch sagen will, ist, ich finde es zuträglich, die Ernährung möglichst simpel zu gestalten. Das befreit einen am meisten und ist halt auch wirklich am einfachsten und führt dann auch dazu, dass Ernährung allgemein nicht so eine große Rolle einnimmt im eigenen Leben. Es halt einfach nur zuträglich ist, ja, dass man im Alltag gut funktioniert und dass man halt trotzdem voranschreitet in seiner Entgiftung oder Krankheiten heilt, vorbeugt, das Energielevel steigert. Aber wenn ihr damit kreativ sein wollt und das auf eine kreative Art und Weise bewerkstelligen wollt, könnt ihr das natürlich trotzdem machen. Dagegen will ich gar nichts sagen. Das ist auch wieder bei jedem unterschiedlich, aber meine Empfehlung ist wirklich generell, das möglichst simpel zu gestalten. Ja, schmeckt halt auch trotzdem sehr gut und ist dann auch einfach umzusetzen und auch ziemlich günstig. Und ich finde es auch wirklich deutlich befreiender und einfacher insgesamt. Und kreativ sein kann man ja zur Not auch noch woanders. Nimmt Ernährung nicht so einen hohen Stellenwert ein. Das finde ich eigentlich relativ wichtig, sage ich nur so. Rohkostrezepte gibt es natürlich auch sehr viele, die man ausprobieren kann. Ein Dörrgerät ist wirklich sehr, sehr hilfreich bei der ganzen Sache. Wäre eine geniale Anschaffung. Ich kenne auch ein günstiges Gerät, was vollkommen ausreicht und nicht so ein rundes Teil ist, sondern halt wirklich ein breites Teil, um auch irgendwie Pizzateig oder sowas zu machen. Das verlinke ich auch mal. Kostet auch irgendwie 70 € oder 60 €. Saftpress hatte ich auch schon gesagt, verlinke ich. Ist auch sehr sinnvoll, muss ich sagen. Auch Säfte allgemein halt integriert in der Ernährung, nicht nur fürs Saftfasten. Ist natürlich aber auch alles nicht unbedingt nötig. Da muss man auch wieder gucken, ob man es will oder nicht, ob man es sich leisten kann oder nicht. Ja. Man kann auch zum Beispiel Räuchertofu anbraten oder Sojamilch oder Mandelmilch nehmen. Ist auch relativ schleimfrei. Räuchertofu hat halt wenig Kohlenhydrate, also wenig Stärke. Und Stärke ist halt das, was am schleimbildendsten ist. Deswegen, man kann sogar halt Räuchertofu nehmen, dazu seine Reibekuchen machen mit Ketchup und sein gedünstetes Gemüse und hat man auch eigentlich schon eine perfekte Mahlzeit, finde ich. Hülsenfrüchte sind allgemein besser als Getreide, haben weniger Stärke insgesamt und kein Gluten. Mandelmilch kann man natürlich auch sehr gut selber machen. Oder Haselnussmilch oder Hafermilch. Hafermilch ist halt sehr günstig, nimmt man einfach Haferflocken, 40 Cent für 500 Gramm oder so. Ich empfehle aber trotzdem wieder Bio. Mix sie einfach mit gefiltertem Wasser und Dattelmus oder Agavendicksaft, wenn man nichts anderes hat. Agavendicksaft kriegt man halt auch so im Supermarkt und zieht das dann halt auch wieder durch einen Nussmilchbeutel oder durch ein Küchenhandtuch, wenn man
die Form von Zucker, die man verwenden möchte, erst danach nimmt, weil sonst bleibt, glaube ich, zu viel in dem Beutel hängen oder so, oder in den Fasern vom Küchentuch. Und dann hat man eine sehr, sehr günstige Milch sozusagen. Also Milch kann man sich auch machen. Ich werde es nochmal geordnet, wie gesagt, auflisten, was man da alles machen kann. Man kann auch Linsensuppe machen, vorzugsweise aus gekeimten Linsen. Wie man keimt, guckt euch mal, wenn ihr das nicht wisst und wissen wollt, ein Video von Raw Future TV an. Da wird das kurz und knackig erklärt, wie man Keimlinge sozusagen herstellt. Ja. Meditation kann sinnvoll sein. Das ist aber auch ein anderes Thema vom letzten Video zum Beispiel. So, und es muss auch noch nicht komplett vegan sein, halt je nachdem, wo man steht. Man kann auch Hüttenkäse verwenden. Zum Beispiel zusammen mit Trockenobst und einer zerdrückten Banane und Agavendicksaft oder sogar Honig kann das sehr gut schmecken. Man kann sich natürlich auch Mayonnaise zu einem Reibekuchen machen zum Beispiel. Da gibt es halt vegane Alternativen, wenn man nicht vegan ist und auch gerade keinen Bock hat, irgendwie da was Veganes gerade zu machen, dann kann man halt auch Ei dafür verwenden, wenn man die Tierprodukte wirklich gering hält. Also wie gesagt, Stärke ist deutlich schleimbildender als Tierprodukte oder Ei oder Honig. Obwohl diese genannten Sachen halt auch etliche Giftstoffe enthalten, sage ich mal so, aber es ist immer noch besser als ein großer Berg Kartoffeln. Und es ist halt wirklich je nachdem, welcher Suchtstufe und welcher Entgiftungsstufe man sich befindet und in welcher Bewusstseinsstufe und was man halt ja wirklich will und nicht will. Apfelwein soll noch ganz gut sein, süßer Apfelwein. Wenn man auch mal Bock auf irgendwas Alkoholisches hat, soll auch gewisse Blockaden im Hirn lösen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Kann ich jetzt auch nicht so drüber reden in dem Video. Ja, schleimfreies Brotrezept werde ich noch verlinken. Also bei gewissen Krankheiten sind wiederum Tierprodukte nicht erlaubt. Das wäre aber noch ein anderes Thema, da könnt ihr mich dann individuell auch wieder anschreiben, wenn das bei euch irgendwie zutrifft oder bei Bekannten. Ja, ja, und ansonsten habe ich da demnächst noch morgen oder übermorgen ein Video, ein praktisches Video zugemacht, wie das zum Beispiel aussehen kann, eine Mahlzeit halt mit der schleimarmen Kost, Heilkost, Übergangskost. Ja, und ich finde das wirklich für die meisten praktikabel, einfach und realitätsnah. Und esst auch gerne euer Junkfood anfangs noch, wenn es halt wirklich nicht anders geht, aber dann halt selten und immer seltener. Das ist sozusagen ein Trendwandel. Das Wichtige ist eigentlich eine Progression und dass man vorankommt, stetig vorankommt auch. Dass man in keinem Zustand ist, das ist eigentlich nur das Wichtigste. Und der Rest ist, ja, eigentlich relativ einfach. Und damit beende ich jetzt auch erstmal das Video und guckt euch dann gerne die Infobox an, wo ich sehr viele Sachen verlinken werde. Und ja, die erstelle ich dann jetzt auch mal. Bis zum nächsten Video.